Wir versuchen jetzt den Rahmen zu schlagen zu dem, was in diesem Jahr uns wirklich begeistert hat. Und das waren die Triathletin und natürlich auch der Triathlet des Jahres. Diese beiden Kategorien werden wir jetzt gleich zu Beginn dieses zweiten Teils ehren. Vorher aber freue ich mich, den Mann, der aus dem Hause Spomedes mit seinem Team dafür verantwortlich ist, dass es jedes Jahr diese tolle Wahl gibt, wo so viele auch mitmachen, viele auch von Ihnen hier auf die Bühne zu bitten. Hier ist der Chefredakteur vom Triathlon-Magazin, hier ist Nils Fließhardt. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, neue Rolle, ne, normalerweise. Ja, mal von oben. Der Chef Frank Wechsel ist heute außerhäusig und jetzt hast du mal die Chance, hier zu glänzen und uns ein bisschen auch mitzuteilen, weil tatsächlich ist das ein Klassiker, auch für viele, die da mitmachen. Und das sind nicht wenige. Gibt es so Zahlen, wie viele haben in diesem Jahr mitgemacht und sich bei dieser Wahl beteiligt? Knapp 6.000 Leute haben abgestimmt in den verschiedenen Kategorien und das heißt für uns, wir haben 43.999 Stimmen mussten wir tatsächlich auszählen. Also man muss ja wirklich sich alles angucken dann und wirklich über die Kategorien verteilen. Und das freut uns natürlich total, dass so viele Leute sich beteiligen. Ja, und eben diese Titel vergeben. Tja, es gibt ja nicht nur die sportlichen Titel, wir werden später auch noch die Rennen des Jahres ehren. Es gibt dann auch viel aus dem Equipment-Bereich und dergleichen. Ja, genau. Das wird man alles bei euch nachlesen. Ihr habt auch vor wenigen Wochen, glaube ich, eine Premiere gehabt. Dadurch, durch dieses tolle Ereignis, dass wir zwei Hawaii-Sieger haben in diesem Jahr, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, gab es, glaube ich, ein Sondercover. Also man konnte es drehen, wie man wollte, immer war ein Hawaii-Sieger drauf. Genau, so war es. Ja, das war einfach die Entscheidung, die wurde uns da abgenommen. Also wir müssen natürlich immer, wir stehen dann im Ziel auf Hawaii und warten natürlich, wer kommt. In den letzten Jahren lief es immer sehr gut. Es kam immer jemand, den wir guten Gewissen aufs Cover packen konnten und in diesem Jahr kamen eben zwei. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir zwei Cover. Gut, und wir wollen jetzt mal das erleben, was rausgekommen ist. Und zwar bei der Wahl zur Triathletin des Jahres. Wir haben so einen kleinen Film vorbereitet. Wir schauen uns die Top 10 an, Platz 10 bis 4. Und dann gucken wir gleich mal auf die drei Kandidaten für das Podium. Viel Spaß. Meine Damen und Herren, hier sind die besten Triathletinnen des Jahres 2019. Wir beginnen mit den Plätzen 10 bis 4. Nachwuchsathletin auf Platz 10, Nina Eim, konnte unter anderem 3 Siege beim Continental Cup verbuchen. Erster Ironman-Sieg der Karriere. Caroline Lehrieder gewinnt beim Ironman Italy ihre erste Langdistanz und das mit neuem Streckenrekord. Für sie ist das Platz 9. Schnelle Schweizerin auf Rang 8. Immo Simmons schafft es bei der 70.3 WM in Nizza auf das Treppchen. Auf Hawaii wird sie bei ihrer zweiten Langdistanz 12. Tokio kann kommen. Laura Lindemann auf Platz 7. Die deutsche Meisterin auf der Sprintdistanz hat ihr Ticket für Olympia so gut wie sicher. Platz 6 geht in die USA. Nach ihrem Vize-Weltmeistertitel 2018 sichert sich Katie Zafiris in diesem Jahr den Gesamtsieg bei der World Triathlon Series. Starker Saisonabschluss auf Hawaii. Daniela Bleimiel sichert sich auf Big Island den 9. Platz. Beim Kampf um den Titel der Triathletin des Jahres schafft sie es auf Platz 5. Platz 4 geht an Laura Philipp, sowohl bei ihrem Debüt auf Hawaii als auch bei der 9. Auflage der Triathlon Awards. Und hier kommen die besten drei. Wer holt sich die Auszeichnung als Triathletin des Jahres 2019? Saison mit Höhen und Tiefen. Nach ihrem Titel in Nizza und zahlreichen weiteren Siegen kann Daniela Rief aufgrund von Magenproblemen beim Höhepunktrennen auf Hawaii in diesem Jahr nicht überzeugen. Sensationssieg für Anne Haug. Nach ihrem unfassbar starken Verletzungscomeback in Kopenhagen setzt sich die 36-Jährige auf Hawaii die Krone auf und wird mit ihrer starken Leistung die erste deutsche Siegerin bei der WM in Kona. Erneut Platz 2 auf Hawaii. Zum dritten Mal in Folge wird die Britin Lucy Charles-Barclay Vize-Weltmeisterin. Dafür gelangen ihr unter anderem Siege in Rot und Südafrika. Wer wird Triathletin des Jahres 2019? Genau diese Frage klären wir jetzt. Ich habe schon gehört, der eine oder andere hat eine Favoritin. Wir gucken mal. Upsala. Wir gucken, oh Gott, das will ich. Ich folge dir. Ich wollte gerade sagen, ich habe meinen Schatten hier. Aber tatsächlich ist es eine relativ deutliche Entscheidung und ich hoffe, Sie sind auch zufrieden mit dieser Wahl. Denn hier ist die Triathletin des Jahres. Wir verkünden, der Titel geht 2019 an Anne Haug. Und das Schöne ist, da hinten kommt sie an Ihnen vorbei. Wir gratulieren mit einem donnernden Applaus unserer Ironman-Königin Anne Haug.
Da ist das Ding. Gratulation. Guck mal, Standing Ovations. Also das hast du dir auch mehr als verdient. Wir wollen ein bisschen mit dir reden. Sagen dir erstmal bis hierhin vielen Dank. Ich glaube, eine würdige Preisträgerin. Wir machen ein Erinnerungsfoto noch von euch beiden und dann nehme ich dich mit auf die Couch. Du kommst da rum. Guck mal, der Fotograf will auch mal die große Bühne entern. Dann kriegt er auch einen Applaus. Jeder, der hier raufkommt, kriegt einen. Isaac, schön, dass du da bist. Für unsere Familie. Also. Komm, wir kommen mal hier rüber. Ja. Das ist das Schöne. Bei, guck mal, das ist, also, was für ein Bild. Nils, das kannst du deinen Enkel noch zeigen. Du. Also, mit der Ironman-Siegerin. Das Schöne ist ja, wir haben immer, wenn der Name Anne Haug heute aufgerufen wird, wird sofort geklatscht. Das werden wir heute noch ein paar Mal machen. Dir erstmal bis hierhin vielen Dank. Anne, nimm Platz. Gern dort. Und wir wollen ein bisschen reden über dieses Jahr, das ein wildes war. Nimm dir gerne ein Mikrofon und, warte, ich gucke kurz, ob es an ist auch. Warte, da, ja, ist auch an. Also, und nimm uns mit. Wir gucken gleich auch auf ein paar Bilder. Hawaii ist jetzt ein paar Wochen her. Alle sind begeistert. Du erlebst diese Reaktion. Wie hast du sie gerade überhaupt erlebt? Wie war der Gang? Ja, ist natürlich Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank für den netten Applaus. Hört man nicht alle Tage und freut sich jedes Mal wieder. Ja, tatsächlich sind es bewegende Wochen für dich. Das ist jetzt, wie viele Wochen sind es? 7, 8 Wochen ist das Ganze jetzt her, seit du da gewonnen hast. Man hat dich auch schon bei vielen Veranstaltungen jetzt gesehen. Du warst im Sportstudio und all das, was jetzt nochmal so alte Hasen wie Sebastian Kienle oder auch Jan Frodeno oder Patrick Lange jetzt schon mitgemacht haben. Wie erlebst du tatsächlich so diesen positiven Wahnsinn? Ja, also im wahrsten Sinne des Wortes wirklich Wahnsinn. Also ich habe damit garantiert nicht gerechnet, dass da so ein Medieninteresse da ist. Ich versuche meinen neuen Job so gut wie möglich zu machen und den Sport so best wie möglich zu repräsentieren. Ich meine, es ist eine Riesenchance, dass wir jetzt so eine Plattform kriegen. Und ich hoffe, ich bin da auch eine würdige Siegerin und kann den Sport gut vertreten. Also ich glaube, bislang ist dir das mehr als gut gelungen. Und tatsächlich sitzt ja hier eine Frau, die viele, viele Jahre schon diesen Sport ausübt. Wenn wir hier heute das Jubiläum der Selfish Night of the Year feiern, dann bist du die 10 Jahre, die es dieses Event gibt, eigentlich jedes Jahr auch irgendwie mit einer tollen Leistung mit dabei gewesen. Dieses Jahr hat alles getoppt. Wir haben ja vorhin so ein bisschen über den Herbst, den Frühjahr und dergleichen gesprochen. Bei dir ist ja auch noch Hochsommer, gerade weil du nochmal quasi einen neuen Wetterwechsel gemacht hast, was den Triathlon angeht in den letzten Jahren. Aber Hawaii, dieses Rennen, diese Emotionen, natürlich haben wir viel schon gehört, aber meistens so nach ein paar Wochen bleiben ja doch so 1, 2 Eindrücke, die wirklich hängen bleiben. Kannst du die schon definieren? Ja, ich muss sagen, das war einfach ein Rennen wie aus einem Guss. Also es hat schon super angefangen mit dem Schwimmen. Ich war genau da, wo ich sein wollte. Am Rad war es kontrolliert in der vorderen Gruppe. Ich hatte da ein bisschen Schwankungen mit drin. Es wird irgendwann immer ein bisschen zäher. Ich meine, man sitzt einfach lange auf dem Rad. Und der Lauf, muss ich sagen, der lief wie aus einem Guss. Also ich hatte weder Höhen noch Tiefen, also nur Höhen, keine Tiefen, sagen wir mal so. Also hätte ich nicht erwartet. Und was halt gut war, war, dass der Kopf echt gut war. Also ich war die ganze Zeit immer bei mir. Ich habe mich nicht gekümmert, was alle anderen machen. Und wenn da oben so ein bisschen Vakuum ist im Kopf, ist das ja eigentlich so die Wunschvorstellung. Und es war ziemlich langes Vakuum da oben. Und ich konnte mich ganz auf mich selber konzentrieren. Und ich glaube, das war ganz gut. Also ein bisschen übersetzt, je dümmer man in diesem Rennen selber ist und je weniger man nachdenkt, desto besser läuft's. Ja, definitiv, das ist so eine Wunschvorstellung, dass du eigentlich nicht immer diesen ständigen Dialog mit dir selber hast. Der eine, der Engel, sagt ja, renn, renn. Der andere sagt, oh nein, Straßengraben ist auch schön, schlafen. Und wenn er einfach gar nichts redet im Kopf, ist es manchmal ganz angenehm. Nun ist es tatsächlich so, dass so ein paar Größen ja auch heute hier sind, die das schon erlebt haben, was du jetzt erlebst. Nämlich auch diese Aufmerksamkeit, auch diese Liebe der Fans, die da ist. Sebastian Kienle hat das vor einigen Jahren nach seinem Hawaii-Sieg, der war auch, glaube ich, noch ein bisschen im Urlaub und hat dann auch all die Termine mitgenommen. Patrick Lange hat auch gemerkt, ui, das kann ganz schön anstrengend sein, hat dann irgendwann mal gesagt, das hat mich schon so ein bisschen mitgenommen. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, bei dir ist es so, du hast jetzt gesagt, ich will wieder früher trainieren, damit ich irgendwie wieder weiß, hier ist mein Halt in meinem Leben. Ist das so? Ja, also ich habe nach 2 Wochen zum Dahn dann gesagt, oh, ich möchte jetzt echt wieder einen Trainingsplan haben. So geht mir das eigentlich nie, aber ja, das ist einfach was. Ich habe mich dann so gefreut, was zu tun, was ich kenne, was meinen Tag strukturiert. Und also so gern wie jetzt habe ich eigentlich selten trainiert, muss ich sagen.
Alle Achtung, guck mal, da, wenn andere jetzt sagen, guck mal, Sebastian Kienle sagt gerade, er kann kaum laufen, du bist also schon wieder mittendrin im Training. Und nee, gut, ich quetsche es mit zwischen die Termine, also ich weiß nicht, ob es so wahnsinnig effektiv gerade ist, aber ich trainiere und morgen fliege ich auch nach La Santa, also von daher alles gut. Okay, also dann geht es ins Trainingslager. Nun gucken wir auch in diesem Jahr so ein bisschen zurück und darum ist es natürlich fast perfekt, dass mit dir jemand dasteht, der für diese 10 Jahre auch steht. Und wenn wir mal so ein bisschen auf deine Karriere schauen, die begann ja auf der Kurzdistanz und war höchst erfolgreich. Wir haben hier zum Beispiel ein Bild damals in Hamburg, als du das WM-Rennen mitgewonnen hast, also dieses WM-Rennen der Serie. Ist das auch so ein Highlight-Bild, wo du sagst, Mensch, das war ein Magic Moment meiner Karriere? Das war definitiv einer der größten Momente für mich, weil ja, das war mein erster riesig großer Sieg und dann auch noch der Weltmeistertitel mit der Staffel, also mit Frodo auch zusammen. Das war ja wirklich was ganz Besonderes, was ganz Tolles und es ist halt irgendwie in Deutschland was zu gewinnen, das ist immer was ja, Einmaliges und das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Das war ein großer Erfolg. Wir wollen auch kurz mal die Schattenseiten streifen, die aber tatsächlich ja wahrscheinlich der Anfang für was Neues waren. Wenn wir jetzt aufs nächste Bild gucken, das ist wahrscheinlich, ja genau, das ist jetzt nicht so ganz das Lieblingsbild. Man muss sagen, in Rio 2016 warst du unsere Hoffnung für eine Medaille. Und du selber hast auch gesagt, Mensch, ich traue es mir zu. Nach all den Resultaten aus den letzten Jahren war das ja auch das, was man erwarten durfte. Und dann begann das Elend, salopp gesagt, schon bei der ersten Disziplin. Und es wurde, kann man sagen, der Tiefpunkt deiner Karriere? Definitiv, also das war wirklich was, wo ich lang dran knabbern musste und ja, also in Rio selber war ich dann gar nicht mehr so, dass ich gedacht habe, ich traue es mir zu, weil wir hatten, wie gesagt, eine ganz andere Ausgangslage. Wir haben uns ein Jahr lang als Teamtaktik darauf vorbereitet und dann 4 Wochen vorher oder 6 Wochen vorher ist das weggebrochen und das hat in meinem Kopf auch ganz schön wirklich was weggebrochen und ich stand an der Startlinie und habe gedacht, oh shit, also auf das haben wir uns jetzt nicht vorbereitet. Es war einfach, wir hatten eine andere Ausgangslage und ja, wie gesagt, das Rennen war dann, wie es war und ja, das war echt ein hartes Brot, aber da musst du halt mal in dich gehen und wirklich dann schauen, was willst du noch, brennst du noch für den Sport? Ich bin dann auch erstmal Marathon gelaufen, sowas kann ziemlich reinigend sein und dann habe ich gedacht, okay, ich liebe den Sport und ich brauche nochmal eine ganz neue Herausforderung, ich möchte mal von null anfangen, weil ich meine, ich habe viel gewonnen in der Kurzdistanz und mein Herz hängt immer noch an der Kurzdistanz, aber ich wurde einfach meinen eigenen Erwartungen nicht mehr so gerecht. Also man erwartet dann immer von sich selber, man muss aufs Podium und ich habe gemerkt, ja, das wird schwierig. Also. Ja, tatsächlich, bei Olympia gibt es ein bisschen Konkurrenz. Man lernt ja auch viel. Also auch wir alle lernen ja daraus, ne, wenn man schlecht drauf ist, läuft man so Marathon, das ist reinigend. Ne, das ist ja auch für den Alltag für uns schon mal sehr gut für das kommende Jahr so als kleines Ziel. Dann also nach diesem Tiefpunkt Olympia, hast du dich tatsächlich neu entworfen, weil du eben gesagt hast, okay, komm, das mit der Kurzdistanz ist irgendwie auserzählt und zwar leider ohne Happy End und hast dann eben den Schritt gemacht auf die längere Distanz. Und nun muss man sagen, jetzt sitzen wir hier als Hawaii-Siegerin, dürfen wir dich feiern, aber der Weg dahin, gerade 2019, war ja ein extrem steiniger. Du warst lange verletzt und hast ja 7, 8 Wochen vorher überhaupt erst das Ticket dafür gelöst. Was war los? Ja, also ich hatte nach Hawaii letzten Jahres, hatte ich ein paar Angebote von Schuhsponsoren, habe was Neues ausprobiert und habe dann schon gemerkt, oh, irgendwie zwickt es da gleich unten in der Plantarfaszie und habe das aber dann gut ignoriert und bin dann den ganzen Winter drüber gelaufen. Und ja, das wurde halt immer schlimmer und dann habe ich Dubai gemacht und nach Dubai habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich es wirklich mal nachschauen lassen, was da ist und da war ein Riss in der Plantarfaszie. Und dann musste ich erstmal pausieren, also ziemlich lang pausieren. Und dann war ich eine Woche wieder im Training und dann hat es Ping im Schienbein gemacht. Dann war dann ein Ermüdungsbruch im Schienbein. Und dann musste ich wieder pausieren und das hat sich ja über ein halbes Jahr gezogen. Ja. Und dann kam Kopenhagen, deutscher Rekord. Dann kam Hawaii und nun ist die Euphorie riesengroß, auch für das kommende Jahr. Ich meine, wer jetzt schon trainiert, der denkt logischerweise auch an die Rennsaison 2020. Welcher Wunsch schwebt bei dir selber im Kopf mit für 2020 als Zielsetzung? Definitiv, ich möchte besser werden. Also das ist, das ist schwer, das ist wirklich schwer. Wenn man Hawaii gewonnen hat, ist da nicht mehr viel Luft nach oben, muss man sagen. Ja, doch, ich sehe schon viele Baustellen. Also ich möchte definitiv am Rad noch stärker werden und ich möchte gerne ein wenig schneller laufen, ein bisschen schneller schwimmen. Und, gut, da ist ja ein bisschen was zu tun, ja? Ja, genau, da ist noch viel zu tun, glaube ich. Tatsächlich, wir haben ja Ihre Frage und eure Fragen hier auch mitgenommen. Ne? Also ich muss wirklich sagen, Kompliment, da war viel Kreatives mit dabei. Aber natürlich auch viele Sachen, die einfach fachtechnisch geklärt werden. Wir geben das immer gerne weiter. Was genießt du denn zum Beispiel mehr, wird hier gefragt? Die intensive Trainingszeit oder Freiwochen?
Ich glaube, die Antwort hast du fast eben schon gegeben. Ja, so viele freie Wochen habe ich gar nicht. Also ich habe 2 freie Wochen, trainingsfreie Wochen und also ich liebe meinen Sport und liebe, was ich tue und bin dankbar, dass ich das noch machen kann. Olympische Distanz oder Ironman? Die Liebe gehört? Beiden. Also, aber es definitiv wird, beiden. Tatsächlich ist es ja so, du bist, glaube ich, 2018 auch noch in der Bundesliga mal gestartet. Also du hast so diesen Quermix an Distanzen immer noch im Repertoire. Hast irgendwann mal gesagt, mein Dieselmotor soll auch noch mal ein bisschen flott gemacht werden und einmal durchgepustet werden auf den kürzeren Distanzen. Ja. Ist das die Idee auch für nächstes Jahr? Ja, definitiv. Also ich liebe das Mann-gegen-Mann-Rennen. Ich liebe Highspeed und ja, das ist einfach immer in meinem Kopf und ich trainiere noch am Olympiastützpunkt in Saarbrücken. Ich sehe jeden Tag die jungen Talente, die schnellen und ich schwimme auch am Samstag noch mit ihnen mit. Von daher ja, bin ich froh, wenn ich da noch ein bisschen mithalten kann und ich mag beides unheimlich gern. Das heißt auch in Saarbrücken wird die Heimat weiter bleiben, jetzt nicht Jetset, sondern weiter dort auf kleinem Grund, aber eben dort in der Heimat, wo man alles kennengelernt hat, wirst du auch weiter trainieren. Ja, ich habe da perfekte Trainingsbedingungen und never change a winning system. Solange ich da noch als nicht-olympischer Athlet wohnen darf, bin ich da sehr dankbar und habe da einfach perfekte Bedingungen und ich sehe da gar keinen Grund, irgendwas zu ändern. Ja, hier auch eine Klassikerfrage, die wir oft hier bei dieser Veranstaltung lesen. Ich dachte erst, sie kommt aus dem Ironman-Lager, kommt sie aber nicht. Sie kommt tatsächlich von Julian K. aus W., wer auch immer. Auf jeden Fall grüßen wir dich und er möchte wissen, ob du nach Frankfurt kommst. Jetzt kann man sagen, du bist ja heute schon da, aber ich glaube, er meint den Ironman. Also definitiv ist eingeloggt, dass ich Kona starten möchte. Wie ich da hinkomme, wird sich noch entscheiden, aber es ist definitiv eine Option. Und, aber sicher weiß ich es noch nicht. Okay, und eine sehr schöne Frage auch war rückblickend zu Hawaii. Wenn du die Hawaii-Sieger, die du hier erlebt hast, also Sebastian Kienle, Patrick Lange oder Jan Frodeno, mit wem würdest du gerne die Eisprinzessin gucken? Was ist denn die Eisprinzessin? Oh, ja. Gut, das ehrt dich. Es gibt gerade den zweiten Teil. Man muss zugeben, das ist also ein Zeichentrickfilm. Ist sehr, sehr süß. Also ich hasse Zeichentrickfilme. Von daher hat keiner eine Chance. Okay, gut. Also dann müssen wir da leider sagen, können die Herren sich nicht auf einen schönen Abend mit dir freuen. Wir werden gleich auch über die Gemeinsamkeiten, die ja du schon angedeutet hast, unter anderem zu Jan Frodeno auch reden. Vorher, und ich glaube, wir gucken da gemeinsam mal drauf, schauen wir uns mal an, wer sind denn die Kandidaten für den Triathlet des Jahres 2019? Hier sind die besten Triathleten des Jahres 2019. Wir beginnen mit den Plätzen 10 bis 4. Ein Weltmeister auf Platz 10, dem Norweger Gustav Iden, gelingt in Nizza auf der Mitteldistanz-WM ein Überraschungssieg vor zahlreichen Altmeistern des Sports. Rang 9 sichert sich der Australier Cameron Worth, der nach seinem 5. Platz auf Hawaii nun zu den Olympischen Spielen will. Der Aufsteiger des Jahres 2018 holt sich Platz 8. Frederik Funk sichert sich auf Lanzarote seinen ersten internationalen Sieg als Profi. Der Kurzdistanz-Weltmeister auf Platz 7, der Franzose Vincent Louis, gewann 2019 den WM-Titel. Spektakuläres Debüt. Florian Angert gewinnt seine erste Langdistanz beim Ironman Barcelona und das so schnell wie bisher noch keiner bei seiner Premiere. Dafür gibt's Platz 6. Jubel über die deutsche Meisterschaft. Paul Schuster holt den Titel auf der Langdistanz beim Ironman Hamburg und landet in ihrer Gunst auf Platz 5. Ein Sieg für die Ewigkeit. Andreas Dreiz gewinnt sein Heimrennen bei der Challenge Rot und schafft es damit auf Platz 4. Meine Damen und Herren, diese drei Triathleten sind Ihre Favoriten für das Jahr 2019. Starkes Comeback nach DNF auf Hawaii. Sebastian Kienle liefert eine Saison mit vielen Höhepunkten ab und landet auf Hawaii auf dem Treppchen. Der Weltmeister von 2018 schafft es ebenfalls in die Top 3. Für Patrick Lange ist das Jahr 2019 allerdings eines, das viele Rückschläge mit sich bringt. Strahlender Dreifach-Weltmeister Jan Frodeno beweist 2019 seine unglaubliche Stärke und siegt auf Hawaii mit neuer Rekordzeit. Ist er damit auch erneut Ihr Favorit bei der Wahl in diesem Jahr? Wir klären genau diese Frage bei den drei tollen Kandidaten. Es sind die letzten Sieger auch beim Ironman auf Hawaii, die letzten Jahre dominiert haben. Nils, ich darf dich wieder mit auf die Bühne bitten. Immer wenn der kommt, wird sofort geklatscht. Das hat er verdient. Ja. Und er hat den wichtigen Umschlag.
Wir ehren, warte, du musst mal hier den nehmen, du musst den roten nehmen, genau. So, wir ehren den Triathlet des Jahres 2019 und auch der wird dann gleich von ganz hinten an Ihnen vorbeikommen. Und ich hoffe, Sie sind großzügig mit Ihrem Applaus, wenn ich sage, Triathlet des Jahres ist Jan Frodeno. Macht euer Erinnerungsfoto. Ihr dürft euch gerne noch mal setzen, aber ihr geht kurz einmal zum Foto machen. Aber wir untermalen das immer, weil der Mann hat so viel erreicht. Wir werden reden über seine Karriere, die, wenn wir über die letzten 10 Jahre reden, voller Highlights ist. Und darum finde ich, kriegt er noch mal einen dollen Applaus. Hier ist Jan Frodeno. Dir vielen Dank. Jan, schön, dass du da bist. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir beide Sieger in diesem Jahr hier haben. Du nimmst dir auch ein Mikrofon und dann reden wir ein bisschen über das Jahr und auch über deine Karriere. Es ist ein großartiges Jahr gewesen, mit neuem Rekord, mit all den Erfolgen, die du erleben durftest auch. Nun haben wir Anne ja eben schon gehört, die auch gesagt hat, so ein, zwei Sachen sind im Hirn gewesen, aber möglichst wenig soll im Hirn bleiben während des Rennens, das ist immer gut. Teilst du die Ansicht? Ja, da hat sie nicht ganz unrecht. Ja, dass manchmal eine Leere im Hirn ganz hilfreich ist auf so einer Strecke, dass man sich nicht allzu oft fragt, warum man jetzt 3,8 Kilometer schwimmt, 180 Kilometer Rad fährt und dann noch den Marathon läuft. Das ist durchaus manchmal hilfreich. Ja. Hast du ähnliche Ambitionen wie sie gehabt, zu sagen, ich will jetzt unbedingt schon wieder trainieren? Nö. Nee, ich habe das ganz gut genossen. Ich habe natürlich auch einen aktiven Urlaub irgendwie gestaltet. Das Problem ist, 10 Jahre Selfish Night ist mir vorhin aufgefallen, dass ich das erste Mal diesen Preis mit nach Hause nehmen durfte vor 11 Jahren. Und dann weißt du halt, dass du langsam doch schon zum alten Eisen gehörst und ich auch sehr, sehr gerne den Sport mache und der auch in der Pause irgendwie präsent ist. Deswegen sind wir so ein bisschen Bikepacking unterwegs gewesen und solche sonstige Sachen. Aber Dan, wir teilen ja auch den gleichen Trainer. Hat so langsam dann schon bei mir eher anklingen lassen, dass es jetzt wieder an der Zeit wäre, einen Plan zu haben. Aber tatsächlich, ich habe das auch gelesen, dass du ja ganz bewusst auch nach solchen großen Erfolgen und insbesondere im Oktober dann dir so eine kleine Auszeit nimmst. Ich glaube, du warst mit den Kästlein, irgendwie, ihr wart campen in den Bergen oder irgendwie was ganz Wildes. Was war das? Ja, genau, das war diese Bikepacking-Tour, einfach mal abschalten und so ein bisschen mit dem absoluten Minimum auskommen. In den Bergen alleine unterwegs zu sein, ist ja dann schon irgendwie so ein bisschen was zum Abschalten, ganz gut, mal ohne Empfang und einfach mit sich und 2 Rädern allein unterwegs zu sein. Nun hast du das zum 3. Mal gewonnen und bist damit natürlich ja die Figur der letzten Jahre, auch aus deutscher Sicht, wer 3-mal dort gewinnt, der hat 3-mal auch viele Eindrücke mitgenommen und trotzdem ist es nicht nur aufgrund der Zeit, glaube ich, für dich nach eigenem Empfinden das perfekte Rennen gewesen. Warum? Ja, Hawaii hat natürlich schon sehr, sehr viele sehr, sehr harte Eigenschaften und, glaube ich, auch sehr viele Opfer gefordert in den Jahren. Und ich glaube, gerade die, wenn man die Legenden des Sports anschaut, wer vor uns dort unterwegs war, die haben schon große Niederlagen dort einstecken müssen. Und so durfte ich ja selbst auch irgendwann mal dort vor ein paar Jahren im Marathon dann spazieren gehen. Das sind eben solche Sachen, die dieses Rennen irgendwie besonders machen, unvorhersehbar machen und, glaube ich, viele von uns auch immer wieder faszinieren. Und in diesem Jahr war es eben so, dass es komplett konträr war, dass es auch mal wirklich nicht nur der längste Leidensweg war, sondern auch die Möglichkeit, irgendwie ein bisschen die Karten zu spielen. Für mich natürlich auch ein besonderes Jahr, gegen alte Rivalen anzutreten und
da dann Gott sei Dank mit einem guten Tag ein bisschen Spaß zu haben. Ja, eine Menge Spaß zu haben. Nun war es ein Erfolg, du hast gesagt, eben auch gegen große Rivalen, das war dir wichtig. Wenn man mal so zu Beginn deiner Karriere schaut, dann hast du, glaube ich, mal so als erstes Ziel auch wirklich gehabt, berühmt zu werden, also ein Star zu sein. War das tatsächlich so ein Antrieb am Anfang und ist der immer noch so da? Ich meine, jetzt wird es langsam auch nach oben nicht mehr viel steigerbar, aber was hat dich gereizt an diesem Fakt? Ja, in der Tat war das am Anfang viel eine Sache, eine Frage der Anerkennung und ja, hier, Papa, ich will eine dicke Karre und sonstiges. Das ist inzwischen deutlich weniger der Fall. Ich meine, jetzt ein paar Jahre dabei und das ist, glaube ich, auch das Schöne, glaube ich, in unserem Sport, dass man irgendwo jung anfängt und lange dabei sein kann und viel dazulernen kann über sich selber und über den Sport als solches. Und deswegen ist es so, dass es für mich inzwischen eine ganz andere Motivation ist. Natürlich als Vater ist es nochmal eine ganz andere Perspektive überhaupt, das Ganze genießen zu können. Und da sind es auf einmal andere Momente, die viel, viel mehr bedeuten. Wie zum Beispiel so, dass gestern mein Sohn zum ersten Mal Fahrrad fahren mal. Das war für mich das Allergrößte, wie die Straße auf und ab gelaufen. Und das sind so Sachen, das sind auch große, wenn nicht die größten Momente für mich 2019. Definitiv. Und ihr habt euch, glaube ich, örtlich verändert. Also es war ja sonst immer so eine Mischung aus Spanien, ein bisschen Deutschland logischerweise und Australien. Ich glaube, Australien habt ihr jetzt auch ein bisschen aus Sicherheitsgründen quasi, weil das Training da relativ schwierig war. Dann und weil das Pendeln, je größer die Kinder werden, desto schwieriger wird es, erstmal den Rücken gekehrt und seid nach Girona, glaube ich, nach Spanien. Also jetzt dauerhaft als Stammwohnsitz der Familie Frodeno gezogen. Und läuft das gut? Ja, läuft. Was soll ich dazu sagen? Ja, passt. Es passt. Also deine Frau, ja eben Australierin, die viel Erfahrung hat ja jetzt, glaube ich, auch so, macht ein bisschen Radtouren und dergleichen. Wir nehmen schon mal ein paar, bevor wir gleich über die Anfänge noch deiner Karriere sprechen, so ein paar Fragen hier mit rein, die wir gekriegt haben. Die eine Frage gab es halt gleich doppelt. Also ich stelle sie dir mal, weil der Kinoplatz ist ja noch frei. Patrick Lange oder Sebastian Kienle, mit wem willst du in die Eisprinzessin gehen? Dann haben wir das schon mal geklärt. Ich gehe mit Anne. Ja, okay. Gut, Anne, dann kommst du auch mit, oder? Dann geht's. Dann geht's, okay, gut. Hauptsache, es ist nicht die NBC-Show, wir wollen da schon einen richtigen Film gucken. Ja, genau. Wann, lieber Jan, wird auch hier gefragt, wann machst du mal so ein Cheat-Day mit Pommes, Burger, Schoki, Alkohol? Grüße vom Biensche. Guck mal, die Biensche hat ein Herz gemacht. Also Glückwunsch, ja. Guck mal. Biensche heute zum Beispiel. Dank nochmal an den Jan, der hat einen fantastischen südafrikanischen Wein hier aufgetrieben. Insofern ist das auf jeden Fall ein schöner Cheat Day. Aber das Spannende war für mich auch die Erkenntnis aus dem Jahr, desto weniger Askese, desto besser läuft's. Das... Also das heißt jetzt in Maßen, aber es läuft, das stimmt schon. Da sind wir wieder bei den Ratgeber-Tipps für den Alltag. Ist ja auch für uns beruhigend, muss man sagen. Da gibt es so Kärtchen für die Kalender, glaube ich. Ja, genau. Mal gucken. Dann eben auch die Frage, auch auf deinen neuen Wohnort, ob du schon selber Spanisch kannst und wie das mit deinen Kindern läuft. Sí, das, ja. Das passt. Das Problem ist, dass man in Girona so ein bisschen doppelgleisig fahren muss, weil die Katalanen, wie ihr vielleicht mitbekommen haben, die wollen auch noch unabhängig, wie auch immer, lange Geschichte, die haben eine eigene Sprache und es ist relativ schwierig, vor Ort Spanisch zu lernen. Aber wenn man mal versucht, ein Haus zu bauen in Spanien, lernt man das ganz schnell. Sonst wird man, glaube ich, über jeden Tisch gezogen, den es in der Umgebung gibt. Tatsächlich, im letzten Jahr haben wir hier auf dieser Bühne mit dir telefoniert und da hast du eine sehr klare Ansage gemacht. Da hast du gesagt, Freunde, wenn ihr da schon alle seid, Herr Kienle, Herr Lange, ich habe mal Bock, mit euch wieder ein Rennen gemeinsam zu machen. Lass uns doch alle nach Frankfurt gehen. Dann bin ich da fröhlich rumgelatscht, habe alle gefragt, alle haben gesagt, so, machen wir und dann geht's los. Hast du auch noch einen Wunsch für nächstes Jahr oder eben eine Verabredung, die wir hier heute treffen wollen? Na, damals wusste ich ja schon, dass es einen Veranstalter gibt, der das auf dem Schirm hat. Aber vielleicht gibt es ja hier einen Veranstalter, der Bock hat, nächstes Jahr ein geiles Rennen zu machen mit uns allen dann. Und vielleicht noch ein paar andere einzuladen. Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn wir nächstes Jahr wieder ein tolles Rennen in diesem Umfang hätten. Das heißt, dieser Fight eben, der bewegt dich auch und der motiviert auch. Nun gab es ja, vorhin hat eine Besucherin oder eine Zuschauerin gesagt, es gab ja den Pennergate, wie wir das ja nennen. Also es gab ja danach ein Interview, wo dein neuer Freund Alistair Brownlee oder dein alter Freund halt gesagt hat, Mensch, irgendwie hat er dich, glaube ich, ein bisschen beleidigt auf dem Rad. Und man hat festgestellt, es gibt auf diesem Planeten tatsächlich jemanden, der dich echt scheiße findet, offensichtlich. Was ja... Was bislang eigentlich für vielen von uns nicht vorstellbar war. Ist das tatsächlich auch eine Motivation, wenn man eben solche kleinen Kämpfe hat, dass man sagt, Mensch, darum liebe ich den Sport halt auch? Ja,
Ja, das ist vor allen Dingen immer schön, wenn sowas auf Gegenseitigkeit beruht. Und nein, natürlich, wir haben immer so eine Trainingsgruppe, man macht es zu 98% aus den positiven Motivationsgründen und 2% sind für die Arschlöcher dieser Welt. Und das war natürlich schon ein besonderer Moment, in dem dieser extrem rot werdende, ich nenne ihn einfach mal Inselaffe, an mir vorbeikam und mich angeschimpft hat bis aufs Allerschlimmste. Insofern war es wirklich unter Wettkämpfern natürlich so ein Moment. Und dann muss ich auch sagen, natürlich haben wir so eine tolle Community und so eine tolle Triathlon-Familie. Aber es ist natürlich auch okay, wenn man ab und zu mal Schultern reibt. Und das finde ich, treibt mich auf jeden Fall an. Und ja, größtenteils sind das tolle Leistungen meiner Konkurrenten, an die ich anknüpfen möchte. Aber manchmal ist es halt auch eben so ein bisschen so ein persönlicher Fight. Anne, ist das jetzt, wo du denkst, oh Gott, Männer, ne? So sind die halt? Oder gibt es das bei euch Mädels auch? Also mir ist jetzt persönlich noch nicht vorgekommen, dass ich mich mit jemandem gefetzt hätte auf dem Rad, aber kommt bestimmt auch vor. Keine Ahnung. Du hörst einfach nicht hin, weil du ja nicht nachdenkst, haben wir ja gelernt in dem Moment. Also von daher, du hast das gesagt. Ja. Also tatsächlich ist das natürlich auch ein Reibungspunkt, den es gab. Jetzt, ich hätte schon fast gedacht, hier ist eine Frage von Alistair B. aus GB, aber nein, hier ist keine. Also was machst du am liebsten neben Triathlon? Neben Triathlon? Ja. Gibt es noch was? Also derzeit bin ich, keine Ahnung, ganz großer Fan von meinem Pizzaofen, abends ein großes Feuer mit meinem Sohnemann zu machen. Der eigene Pizzaofen, das ist auch schon mal was. Wir gucken mal auf ein Bild, das so ein bisschen die Anfänge ja zeigt. Der ganz große Triumph für diejenigen, die vielleicht jetzt noch nicht so viele Jahre mit dabei sind im Triathlonsport. Damit hat das vor 11 Jahren begonnen. Und damit wird auch deutlich, wie lange dieser Mann schon absolute Weltspitze ist. Damals über die olympische Distanz ist er Olympiasieger geworden in Peking. Allein das hat nochmal einen Applaus verdient, weil er ist unser einziger Olympiasieger bis heute. Wenn die Wichtigkeit sich so ein bisschen verschoben hat und vielleicht auch die Einstellung, was wichtig ist an diesem Sport und auch an dem Privileg, diesen Sport machen zu dürfen, ist trotzdem geblieben, dass du sagst, ich darf als Profi einen Traum leben? Es ist der Traumjob meines Lebens, den ich haben durfte? Ja, absolut. Ich meine, gerade wenn ich diese Bilder sehe und zurückdenke an die Zeit, damals noch mit dem Ungerman, Daniel Unger, kennen sicherlich auch noch einige hier oder viele. Für Weltmeister wird immer geklatscht. Sehr gut. Ja, ich meine, mit seinem Weltmeistertitel 2007 in Hamburg hat diese Reise eigentlich irgendwo erst so richtig an Fahrt aufgenommen. Und inzwischen sitzen wir da und sind Familienväter und wissen, glaube ich, viel mehr zu schätzen, wie besonders es auch damals war, irgendwo diejenigen zu sein, die in Südafrika sich ein Zimmer geteilt haben, auf das wir immer stolz waren, denn dort konnte man nirgends den Boden sehen. Es waren überall immer unsere Sportklamotten verteilt. Und da waren wir damals sehr stolz drauf und so haben sich die Zeiten geändert. Aber es ist dennoch nach wie vor so, dass das meine Einstellung zum Sport prägt und auch irgendwo für mich immer wieder ein Privileg ist und das Besondere ist und über auch den Sport vielleicht hinaus sagt, das ist die Chance irgendwie sich zu verwirklichen und einen ganz, ganz tollen Traum auszuleben zu können. Tatsächlich, wir haben ja vorhin auch über die No-Go-Fragen gehört. Ne? Deine Lieblingsfrage ist ja, warum heißt das eigentlich nicht Iron Woman, sondern Iron Man auch? Das wirst du oft gefragt. Ist das echt? War das echt, Anne? Ohne Witz? Kriegst du immer wieder? Ja, ich in standardmäßig jedem Interview. Und dann lächelst du nett und sagst, haha, weiß ich auch nicht. Oder wieso? Was kommt dann als Antwort? Ja, dass ich mir da eigentlich noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht reicht, habe. Okay, reicht. Wir wollen es gar nicht weiter vertiefen. Mit dir wird die Frage logischerweise nicht gestellt. Gibt es auch bei dir so eine Frage, wo du denkst, wenn mich das noch einer fragt, dann werde ich echt ungemütlich? Nö, spontan. Also sowas, nö. Nö, das ist doch gut. Dann gucken wir mal auf das Jahr 2019. Die tollen Erfolge, Hawaii haben wir schon erwähnt, Frankfurt natürlich auch. Aber es gab auch so ein besonderes Rennen. Wir haben hier so ein Bild. Du hast nämlich deinen Geburtstag tatsächlich auch mit dem Triathlonsport im Allgäu gefeiert. Ist das auch so ein bisschen das, was du auch in einigen Interviews ja schon gesagt hast? Du weißt dieses Privileg zu schätzen. Du denkst nicht an Rücktritt, sondern du weißt, das ist vielleicht die schönste Zeit meines Lebens. Ich will sie so lange genießen, wie ich Freude dran habe. Also in dem Fall Jan Frodeno. Ja, ich meine, Allgäu Triathlon kann ich mir jedem ans Herz legen. Das ist ein tolles Rennen, das muss man mal gemacht haben.
Und war schon was Besonderes, so oft Happy Birthday zu hören. Das habe ich auch gerade während dem Wettkampf dann schon irgendwann mal wieder doch sehr genossen. Aber glaube ich, das, was ich vorhin angesprochen habe, es ist irgendwie die Triathlon-Familie, die das Sportliche natürlich einerseits sieht, aber auch andererseits irgendwie das Menschliche. Und war eine absolute coole Geburtstagsparty. Und es gab den steilsten Anstieg da, haben wir auch so ein Bild, wo du gesagt hast, komm hier, wenn der Mann, der eigentlich da vorne vorfahren soll, das nicht mehr schafft, dann schiebe ich halt das Rad für den mal. Das war also während der Laufstrecke, auch das war wahrscheinlich eine Premiere. Ja, völlig unterschätzt, weil der Typ mir natürlich verschwiegen hat, dass er ein 25 Kilogramm Fully hat, das aus dem Jahre 1990 stammt und ich da kaum den Berg noch hochgekommen bin. War eine lustige Aktion. Schade war nur, dass er es mir auf dem Bergabstück nicht mehr geben wollte. Da wollte es dann wieder selber haben. Wir freuen uns, nicht nur euch beide da zu haben. Und man muss natürlich sagen, Weltmeisterin, Weltmeister, das sind die hervorragenden Titel dieses Jahres. Aber einer hat das noch tatsächlich getoppt. Er wurde eben schon erwähnt und wir sind wirklich stolz, auch ihn heute mal auf der großen Bühne zu haben. Hier ist der Doppelweltmeister von Hawaii. Hier ist Ihr Trainer, hier ist Dan Loran. Standing Ovations für einen Trainer haben wir hier auch noch nicht gehabt, aber da zu Recht muss man sagen. Nehmt euch gerne ein Mikrofon, denn wir wollen mit euch allen über diesen Mann reden und würden erstmal gerne die Sportler hören. Anne, tatsächlich, wir haben es vorhin bei Sebastian auch gehört, Komplimente machen, Menschen, die auch viel zum Erfolg beitragen. Welches Kompliment ist das von dir für ihn? Ja, also er hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Wir haben uns damals als Studenten in der Uni kennengelernt und arbeiten. Da haben wir ein sehr schönes Bild. Das ist, also du noch im Fares al-Sultan Gedächtnis-Outfit, muss man sagen. Also sehr, sehr schick. Das ist lange her. Ja, wir haben uns, wie gesagt, in der Uni kennengelernt und er hat mich irgendwie entdeckt, hat gedacht, ich glaube an dich, ich trainiere dich und ja, der Rest ist Geschichte, ne? Also Wahnsinn, der hat mein Leben verändert und geprägt und da bin ich für immer dankbar. Dann, wie lange ist das her? Wann habt ihr euch kennengelernt? Das sind vor 15 Jahren in etwa, wo wir zusammen studiert haben an der Uni in München. Und das, wie Anne sagt, ich habe damals angefangen, mich eben für die Trainingslehre zu interessieren und habe gesehen, dass Anne in deinem Triathlon anfängt, habe auch gesehen, dass sie da Probleme hat, einfach das so hinzukriegen, dass es ohne Verletzungen geht, von der Belastung her. Und dann haben wir gesagt, tun wir uns mal zusammen. Und das Schöne war einfach, mit ihr bin ich halt auch gewachsen. Also sie vom Wald- und Wiesen-Wettkampf zum ersten Europacup, was damals schon für uns ein Riesenerfolg war, dann Weltcup und ja, jetzt sitzen wir hier und das ist einfach ein gemeinsamer Weg, das ist was ganz Besonderes und da bin ich Anne dankbar, Jan dankbar, weil ohne die Athleten kann kein Trainer was werden und ich habe ihnen viel zu verdanken einfach. Tja, aber offensichtlich auch umgekehrt. Ja, nun ist vielleicht ja auch eine Qualität von ihm, am Beispiel von euch beiden, ihr seid unterschiedliche Charaktere, das ist eh klar, habt auch eine unterschiedliche Lebenssituation, ihr wohnt weit entfernt, also ihr seht euch glaube ich auch sehr selten, es ist ja kein Trainer, der nun jeden Tag am Beckenrand steht und dergleichen. Was ist für dich das Besondere und eben auch das Erfolgsversprechende eurer langjährigen Beziehung, die nicht ganz so lang ist wie die von Anne und ihm, aber welches Kompliment machst du ihm? Ja, mit Sicherheit ist Dan der einzige Trainer, den ich kenne, der es schafft, sich an den Athleten anzupassen. Und normalerweise ist es so, dass ein Trainer die Athleten an sich anpasst. Wenn man schaut, es gibt einige Erfolgsgeschichten im Triathlon von Trainern, die es insbesondere im Damenbereich sehr, sehr, zu sehr viel gebracht haben. Aber Anne und ich, wir haben zwar eine lange Geschichte in der DTU, könnten aber, glaube ich, unterschiedlicher kaum sein von den Charakteren und auch von dem, was uns ausmacht. Und dennoch schafft es Dan irgendwie mit beiden von uns umzugehen und uns zu unserer Bestleistung zu führen. Und das ist schon, finde ich, das, was Dan auf jeden Fall auszeichnet. Tja, einen großen Anteil an eurem Erfolg und ist vielleicht auch selber einfach mal stolz, weil man
verkennt oft, also man könnte ja meinen, Mensch, euch beide zu trainieren, reicht ja schon als Lebensinhalt auch von der Arbeit her, aber tatsächlich bist du ja ein Trainer, der normalerweise ein Radsportteam, ein sehr erfolgreiches Radsportteam in Deutschland trainiert und damit auch bei der Tour de France halt allgegenwärtig mit ist, also am großen Rad dreht, auch was diese Sportart angeht. Wie viel Zeit und auch Leidenschaft ist tatsächlich überhaupt möglich in der Einzelbetreuung für solche Athleten? Also sagen wir mal so, die Triathleten wie jetzt die Anne und Jan, ich sehe sie tatsächlich selten so oft, wie ich dieses Jahr Jan gesehen habe, das passiert normalerweise nicht. Also nicht im Training, sondern tatsächlich bei den Wettkämpfen, jetzt bei dieser Veranstaltung. Hier, heute Abend sozusagen. Genau. Ich glaube, wir reden immer noch über eine Zeit. Wir uns immer am Frankfurter Flughafen, wenn ich irgendwo hinfliege und das heißt, wir machen noch ein Jahr weiter. Sonst sehen wir uns eigentlich nie. Aber es ist tatsächlich eher so, kann man an einer Hand abzählen. Ne? Genau, also man kann es wirklich an einer Hand abzählen, auch bei der Anne ist es so. Aber es ist für mich der einzige Weg, diese Betreuung zu machen, weil du hast es gesagt, ich bin hauptberuflich beim Radsportteam bei Bora Hansgrohe tätig. Und darum ist es auch jedes Jahr eine Entscheidung der Athleten. Also wenn jetzt ein, egal welcher Triathlet das von mir ist, sagen würde, du Dan, pass auf, ich habe da eine Lösung, die für mich besser ist, da gibt es einen Trainer, der jeden Tag am Beckenrand stehen kann, ich brauche das jetzt, dann bin ich der Erste, der sagt, ja klar, mach das, weil es geht immer um den Athleten und ich stelle mich da wirklich in den Hintergrund, aber darum frage ich diese Frage jedes Jahr und es kommt immer ein, ja na klar, machen wir weiter und von dem her ist es für mich ein Weg, es zu machen. Ich würde nicht sagen, das ist eine Patentlösung. Jeder Trainer sollte jetzt seinen Athleten nicht mehr sehen, sondern es ist ein Weg, der für uns funktioniert. Und wenn mir jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, das ist ein Trainerdasein im Triathlon, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, das funktioniert ja gar nicht. Und ja, ich bin froh, dass es klappt und dass ich mit den beiden hier zusammenarbeiten darf. Anne, nun habt ihr eben eine langjährige Beziehung, was das angeht, eben diese Trainingsarbeit, die also nicht den Alltag durchsiebt mit all den Forderungen und auch das, diesen inneren Schweinehund zu wecken. Oder wie Jan es ja auch eben gesagt hat, manchmal reibt man sich ja auch aneinander, das geht nicht nur an Gegnern, sondern eben auch am eigenen Trainer. Aber offensichtlich vermisst ihr das beide ja nicht, sondern man kriegt quasi bing, eine E-Mail und dann okay, mache ich. Nein, eine E-Mail ist nicht, inzwischen sind wir so moderner, wie das läuft über eine Trainingsplattform. Nee, aber es ist ja nicht so, dass wir das immer so machen. Also ich meine, ich habe ihn ja in der Uni gesehen früher und wie er Nationaltrainer war, war ich ja auch seine Athletin. Von daher haben wir schon das Day-to-Day-Training haben wir auch gemacht. Also von daher würde ich sagen, nach 16 Jahren kennt Dan mich einfach so gut, dass ich einfach 100% Vertrauen habe, wenn ich ihm meine Daten schicke, dass ich genau weiß, also dass er weiß, wie es mir geht und Ich brauche das dann auch gar nicht, also ich vermisse es nicht, ich finde es so optimal und ja, wie gesagt, weil wir uns eben schon so lange kennen, ist da so ein Vertrauen da, dass ich weiß, er macht mich schnell, ich mache das, was auf dem Plan steht und dann läuft es schon irgendwie. Ja, offensichtlich klappt das sehr, sehr gut. Wir wollen gleich dir noch so ein paar Fragen stellen und zwar im Bezug, wo du dann uns zeigen kannst, ist die Antwort eher Anne oder ist die Antwort eher Jan? Also da kriegst du dann noch klar zwei kleine Schildchen. Ein Bild haben wir vielleicht noch, ich weiß nicht, ob wir das von der Regie noch hinbekommen und zwar eben, du hast es schon angesprochen, es gab ja einen gemeinsamen Titel von euch auch, als ihr in Hamburg damals Teamweltmeister wurdet. Nun gibt es nächstes Jahr das Ganze olympisch, aber ein Comeback können wir ausschließen, oder? Dann? Kriegen wir es noch hin? Ich werde die ganze Zeit andauernd gefragt, ob ich überhaupt aufhören will. Insofern jetzt noch zur Olympischen, das wäre, glaube ich, ein harter Schritt. Zwei Plätze sind ja noch frei, oder? Stimmt, Ikinbaum, ihr müsst euch... Letztes Mal waren sogar noch jede Menge mehr Plätze frei. Wie sieht es denn aus da hinten? DTU, die habe ich da in der Ecke gesehen. Dieses Jahr werden die verteilt. Wir werden das doch klären, dass tatsächlich zwei Plätze sind noch mit dabei. Wir werden nachher auch die Vize-Weltmeister ehren, die euch sozusagen nachgefolgt sind ja in diesem Jahr. Wenn wir diese Bilder von damals sehen, sagt ihr, oh Gott, das ist ja lange her und dergleichen. Oder wart ihr beide bei aller Unterschiedlichkeit und ihr werdet momentan ja in vielen Veranstaltungen immer so als das Triathlon-Pärchen des Jahres angekündigt. Aber habt ihr eben das Trio, oder? Das Trio jetzt oder eben ihr drei zusammen. Aber ist das einer der wenigen besonderen Momente, wo ihr eben als Team tatsächlich Jan Frodeno und Anne Haug wirklich zusammengefightet habt für ein Ziel? Ja, definitiv. Team ist immer, das war ja damals, glaube ich, mein erstes Team überhaupt und ein Teamwettkampf ist immer geiler, wie allein das zu machen und das natürlich vor Heimkulisse in Hamburg und ich hatte das Rennen davor auch noch gewonnen gehabt, also das war einfach wie aus einem Guss das Wochenende und im Team feiert sich es halt viermal so schön und ich glaube, Franz ist ja auch da, habe ich gesehen, also nee, das war ein ganz toller Moment und sicher auch ein Highlight von unserer Karriere. Was jetzt noch zu deinem Glück fehlt, ist sicherlich bei der Tour de France vielleicht mal ein Sieger. Also sind sehr gute Athleten schon, aber ist das noch so ein Trainertraum zu sagen, ich möchte auch bei der Tour de France mit meiner Trainingsarbeit dafür sorgen, dass ein Athlet ganz nach vorne kommt?
Sicherlich, wenn man im Radsport arbeitet, dann ist es ein großes Ziel, mal mit Platz 4, mit Emo Buchmann war man schon nah dran, so nah wie kein Deutscher seit, glaube ich, über 10 Jahren. Und wir arbeiten dran, auch mit anderen talentierten Sportlern, aber das ist genauso wie im Triathlon, das ist nicht planbar. Wir können immer nur versuchen, die Sportler dahin zu kriegen, dass sie ihr maximales Potenzial abrufen können. Und da wollte ich noch eine Sache ergänzen, dass wenn jetzt Jan und Anne hier sitzen, das ist ja nicht, ich bin zwar der Trainer, aber da ist ein Team dahinter. Also ich bin zwar nicht vor Ort, aber vor Ort ist ein Physiotherapeut, vielleicht ein Manager, eine Ehefrau, ein Athletiktrainer, ein Schwimmtrainer. Also man darf sich das nicht so vorstellen, da gibt es einen Trainer, da gibt es einen Athleten und die machen das. Sondern hinter jedem meiner Athleten steckt ein großes Team. Das sind alles unterschiedliche Leute und ich will auch an dieser Stelle auch mal denen danken, weil ohne die würde keiner von uns hier sitzen. Dann, Sie sind auch ein Mann der klaren Worte und für mich auch ein Zitat des Jahres in dieser Sportart ist, Sie haben gesagt, zum Thema Doping gibt es von mir eine ganz klare Aussage, egal in welcher Sportart, beim Radsport oder eben auch eben im Triathlon, wenn einer meiner Athleten dopt, verklage ich ihn. Wie war das genau zu verstehen? Na, genau so, wie du das gesagt hast. Also ich denke, es ist nicht misszuverstehen. Aber tatsächlich, also mit all den Konsequenzen, die daran hängen, mit Schadensersatz, also da gibt es tatsächlich dann volle Breitseite. Das ist, glaube ich, aber das, was ihr auch eigentlich euch gewünscht habt, dass tatsächlich da so offen mit den Karten gespielt wird, dass da eben keine Toleranz möglich ist. Ist dem so? Ja, das war ein sensationelles Statement, das mich im Urlaub erreicht hat. Ich war völlig schockiert, was Dan da auf einmal, ich glaube in der Süddeutschen war das, kann das sein? Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich absolut sensationell, sowas zu sagen, weil es sind nun mal oftmals abgedroschene Phrasen, die leider dazu kommen. Und wir tun alles dafür, für einen sauberen Sport zu stehen und für einen sauberen Sport zu kämpfen. Und ja, da mal so ein Statement irgendwie zu bekommen, was auch wirklich irgendwie unsere Philosophie ausdrückt, ja, fand ich gut. Definitiv war das eine starke Aussage, die offensichtlich auch vom Publikum so quittiert wird. So, jetzt kommen wir quasi zur Schnellfragerunde. Ich gebe dir jetzt mal zwei wunderschöne Bilder, nämlich von der Dame links, also in die rechte Hand nimmst du Anne und kannst das Mikrofon auch weglegen und in die rechte dann, in die linke Hand von dir aus gesehen, Jan. Und ich stelle dir ein paar Fragen und du reißt immer den hoch, den es betrifft, wo du sagst, das ist die richtige Antwort. Es gehen beide, es geht gar keiner oder eben einer von beiden. Fangen wir mal an. Wer trainiert denn mehr nach Plan? Das ist eine Streberkultur. Wer ist Langschläfer? Keine Ahnung, du siehst sie ja nie. Ne? Genau, keiner. Das steht in Trainingspeaks nicht. Wer ist eitler? Du ahntest schon, dass die Antwort kommt. Wer isst mehr Schokolade? Wer hat den größeren Fuhrpark? Ich habe tatsächlich, ein lieber Kollege war letztens bei dir und hat gesagt, sensationell, der hat unglaublich schöne Autos, aber, und jetzt, das hat mich sehr gefreut, du fährst auch E-Bike. Das hat mich getröstet, muss ich sagen. Also wenn Jan Frodeno auch schon E-Bike fährt, dann ist die Welt noch in Ordnung. Wie kommt's? Naja, ich habe genau 1 Kilometer bergan bis zu meinem Haus, maximal 16%. Und natürlich fahre ich immer mit Kinderanhänger hinten dran und der fährt sich einfach deutlich leichter mit E-Bike hoch. Dann freuen wir uns auf, wer gewinnt nochmal Hawaii? So. Wer ist das größere Partytier? Wer ist der bessere Verlierer? Ja. Wer hinterfragt deine Trainingspläne mehr? Auch keiner, das ist ja willenlose Gehorsamkeit quasi dazu. Wer startet, wir versuchen es jetzt auch so rum, wer startet nächstes Jahr in Rot? Gut, wir haben versucht. Wir wollten für beide alles geben, das ist klar. Auch auf die Frage, wer wiederholt seinen Weltmeistertitel, hast du ja schon die Antwort gegeben. Und jetzt natürlich die Abschlussfrage, mit wem willst du in die Eisprinzessin gehen? Mit meiner Frau. Mit deiner Frau, ja, okay, gut. Gut. Also wir halten fest, ihr beide geht nochmal in die Eisprinzessin.
nächstes Jahr wird die Tour de France gewonnen. Ihr macht am besten bei den Erfolgen einfach so weiter. Und wir sagen bis hierhin schon mal wirklich toll, dass ihr drei alle da wart und seid. Und ich wünsche euch, ich glaube, im Namen von euch allen einfach einen wunderbaren Abend und eine ganz tolle Saison. Anne Haug, Dan Loran und Jan Frodeno. Bleibt ruhig noch einen Moment sitzen. Denn du kannst schon mal das Mikro nehmen, du wirst gleich einen staatstragenden Satz sagen, den du so noch nie gesagt hast. Aber vorher wollen wir nochmal auf die... Nein, jetzt warte doch mal, Mensch. Also vorher wollen wir aber nochmal die Losverkäufer, die gleich vorbeikommen, kurz erwähnen. Da sind Valentin Werns, Annika Koch, Horst Reichel, Henry Graf, Caro Lehrieder, Jens Roth, Yannick Schaufler und Justus Nieschlag auch mit dabei. Das sind unsere Losfeen gleich. Wie gesagt, es geht um die Sporthilfe, Jan, und ich glaube, ihr beide, ne, habt durch die Sporthilfe auch eine Menge profitiert, oder? Also ich war kurze Zeit drin, ich war eine kurze Zeit Nationalmannschaft, aber ich habe da auch sehr gut profitiert davon, ja. Ja, absolut. Ich habe da ein bisschen länger davon profitiert und habe ja, der Sporthilfe eigentlich alles zu verdanken. Ohne die würde ich definitiv nicht hier sitzen. Also dann kaufen wir gleich alle fröhlich Lose. Und jetzt wird Jan Frodeno den für viele wichtigsten Satz des Abends sagen, der da heißt... Das Buffet ist eröffnet. Bis gleich. Jetzt also rüsten wir uns für die Triathlon Awards und da bitte ich natürlich den Chefredakteur des Magazins wieder zu mir und ihr dürft gerne nochmal klatschen für Nils Fließhardt. Herzlich willkommen. Mit Applaus jedes Mal. Dankeschön. Nochmal, guck mal, man muss ja auch mal sagen, jetzt erlebt ihr mal, hinter der Bühne wird gerade wie in Hollywood natürlich die Couch wieder zusammengeklöppelt, die Tonmenschen und all die, die hier hinter den Kulissen auch einen wirklich tollen Job machen, wie ich finde, zumindest, dass wir hier auf der Bühne ein bisschen Spaß haben mit euch. Und wenn ihr denkt, ja, die haben doch auch mal einen Applaus verdient, dann dürft ihr jetzt klatschen für all die hinter den Kulissen. Vielen, vielen Dank. Nils, also, wir haben in den letzten Jahren natürlich bei den Rennen des Jahres oft Top-Favoriten, sagen wir mal so, gehabt. Da war die Vielfalt manchmal überschaubar, weil es wirklich Platzhirsche gab, die einfach auch Publikumslieblinge waren. Und trotzdem stellt man, wenn wir die Top 10 gleich auch hier erleben werden, es gibt immer wieder auch erfreuliche Neuerungen. Sprich, auch Rennen, die sich in die Herzen all der Triathlon-Fans gearbeitet haben. Ja klar, die Karten werden natürlich jedes Jahr neu gemischt. Ne? Je nachdem, wie die Rennen überzeugt haben, wie viel Spektakel geboten wurde, das schlägt sich dann auch in der Wahl wieder. Wir werden gleich anfangen mit der Langdistanz des Jahres. Auch da frage ich mal, wer von euch hat denn in diesem Jahr eine Langdistanz gemacht? Guck mal, ihr kriegt einen Applaus, denn ihr seid Helden unseres Sports. Wirklich. Ja. Kompliment. Egal in welcher Zeit. Guck mal, da auch sehe ich. Für nächstes Jahr sind viele ja schon in der Vorbereitung, die dann hoffentlich glänzen. Und ich glaube auch, ne, ihr in der Redaktion, ihr habt auch einige, die mittlerweile Lust haben, gerade auf der Langdistanz. Einer hat sich sogar ein Hawaii-Ticket jetzt, glaube ich, letzte Woche geholt. So ist es, ja. Der Kollege Simon Müller war auf Cozumel erfolgreich. Seine erste Langdistanz, 8,45, zack, gebucht. Ja. Das ist ja kurz vor Strebertum, muss man sagen. Hat die Altersklasse gewonnen, ist aber gleich krank geworden, habe ich gehört. Wollte kommen. Das kennen wahrscheinlich auch viele im Saal, das haut einen dann schon manchmal um, ja. Ja, sehr gut. Also, wir gucken uns gleich den Film an. Aber erst in dem Moment, wenn natürlich der Vorhang sich wieder öffnet und die fleißigen Hände dahinter auch zusammengekrommelt haben. Bis dahin haben wir Zeit, einen Schwank aus unserem Leben zu erzählen und freuen uns natürlich immer, dass ihr unsere Partner seid. Wir haben die Filme schon gesehen und ihr dürft an der Stelle mal einmal kurz Werbung machen. Wann gibt es das nächste Heft? Jetzt hast du mich kalt erwischt. 18, glaube ich. 18, ja. Guck mal. Und nun also sieht es wieder so aus, wie wir es vorhin hatten. Vielen Dank nochmal den helfenden Händen. Und wenn ihr jetzt Lust habt, euch informieren zu lassen, wer denn die Top 10 bei der Langdistanz des Jahres 2019 sind, dann wünschen wir viel Spaß bei diesen Eindrücken. Meine Damen und Herren, Sie haben gewählt und hier sind die Plätze 10 bis 4 in der Kategorie Langdistanz des Jahres 2019. Platz 10 geht an die rasante dritte Auflage des Ironman Italy. Auf Platz 9 landet die Challenge Almere Amsterdam. Traditionsrennen im Osten, der Schlosstriathlon Moritzburg landet auf Platz 8. Platz 7 geht in das Nachbarland Österreich an den Ironman in Klagenfurt. Für Rang 6 geht es weiter nach Frankreich zum Ironman Vichy. Platz 5, der Ostseeman in Glücksburg, ist immer eine Triathlonreise wert. Ebenfalls im Norden Deutschlands, der Ironman Hamburg sichert sich Platz 4. Meine Damen und Herren, hier sind die drei beliebtesten Langdistanzen des Jahres 2019.
Historisches Rennen auf Hawaii. Neben dem dritten Sieg von Jan Frodeno gewinnt erstmals mit Anna Haug auch eine deutsche Athletin bei der WM in Kailua Kona. Heimsieg im Frankenland. Die Challenge Rot beweist einmal mehr, dass sie zu den beliebtesten Rennen der Welt gehört und durfte sich 2019 über den Sieg des Lokalmatadors Andy Dreiz freuen. Gänsehaut bei der Ironman EM. In Frankfurt kommt es zum großen Aufeinandertreffen der Weltmeister. Ein Rennen mit vielen Höhepunkten. Wer wird die Langdistanz des Jahres 2019? Vorweg muss man sagen, drei wirklich großartige Rennen, die alle mal einen tollen Applaus verdient haben. Hawaii, Frankfurt, Rot. Und auch die wir auf Platz 10 bis 4, es hängt so viel Arbeit bei jedem Rennveranstalter hinter solchen Rennen. Und natürlich sind die Großen oft im Fokus, aber das wollen wir an der Stelle auch mal sagen. Jeder, der beim Triathlon mal hinter den Kulissen mitgearbeitet hat, der weiß, wie viele tausend Helfer. Und viele von euch sind tatsächlich auch eben bei ihrem Rennen jeweils mit engagiert. Und das soll an der Stelle auch mal erwähnt werden. Ohne so viele ehrenamtliche Helfer, die Rennen zu dem machen, was wir alle schätzen, wäre Triathlon nicht möglich. Und das ist euer Applaus für all die, die mithelfen. So, jetzt aber kommen wir zur Entscheidung. Das Langdistanzrennen, du musst wieder den Umschlag nehmen. Yep. Das Langdistanzrennen des Jahres 2019. We call it a Klassiker. Sie sind ungeschlagen. Hier sind die Sieger. Der Challenge Rot. Wird geklatscht, bis sie auf der Bühne sind. Das ist eine Tradition und die haben es auch verdient. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Und das Schöne ist, ne, jetzt denkt ihr, Mensch, wo ist unser Pokal? Wir haben da jemand, der in diesem Jahr euch glücklich gemacht, sich glücklich gemacht hat und auch die Triathlon-Welt, glaube ich, ja, mit einem klasse Sieg bereichert hat. Der Pokal wird übergeben durch den Sieger der Auflage 2019. Hier ist nochmal Andy Dreiz. Tatsächlich auf Platz 2. Die Ironman European Championship Frankfurt und dann die Weltmeisterschaft. Drei großartige Rennen und ein Foto, es ist tatsächlich das einzige Rennen in dieser Award-Serie, das bislang ungeschlagen ist. Also weiße Weste, großer Support von den Fans, aber eben auch eine tolle Leistung, die für ein Jahrzehnt Triathlon positiver Wahnsinn im Frankenland steht. Also der Familie Weichshöfer, ne, in dem Fall Mama Alice und natürlich auch der Sohnemann Felix, nochmal Gratulation. Ein Wort wollen wir von euch erhaschen. Ich weiß, für euch ist es auf der einen Seite Gewohnheit und trotzdem immer wieder ein Magic Moment, oder? Ja klar, wenn man 15 Monate für 15 Stunden arbeitet, dann macht einen das schon stolz. Und schön, was ihr gerade gesagt habt, weil das geht wirklich an die Helfer. Wir haben den Landkreis, der hinter uns steht, wie ein Mann, 7500 Helferinnen und Helfer. Und das macht uns stolz, da vorne dran stehen zu dürfen. Dann drücken wir die Daumen. Für nächstes Jahr, glaube ich, Tickets ist schon längst ausgebucht. Da muss man mittlerweile im Sekundenzeitraum sich anmelden. Auch das ja ein Privileg, dass nicht viele Rennen so für sich behaupten können. Gratulation nochmal, weiter viel Erfolg. Und ich habe ja auch gelernt, bevor ihr dürft sofort klatschen. Ich habe es, glaube ich, das erste Mal richtig gesagt. Der Challenge Rot, das versteht keiner immer. Aber ich habe irgendwann mal gehört, du hast gesagt, weil es ja der Triathlon ist, heißt es der Challenge Rot. Ne? Guck, wieder was dazugelernt. Also jetzt dürft ihr klatschen. Tolles Rennen, unsere Freunde aus Rot. Wir kommen zur Mitteldistanz des Jahres. Und da war es in den letzten Jahren immer schon sehr, sehr eng, muss man sagen. Da sind viele Kandidaten, die auf sich aufmerksam gemacht haben und die mittlerweile um diese Pole Position kämpfen. Mal gucken, wie es 2019 war. Hier sind die Top 10 über die Mitteldistanz. Meine Damen und Herren, hier sind die Plätze 10 bis 4 in der Kategorie Mitteldistanz des Jahres 2019. Wir starten im Süden. Platz 10 geht an die Mitteldistanz des Chiemsee-Triathlons. Vom Chiemsee an den Walchsee. Das Challenge-Rennen in Österreich sichert sich Platz 9. Auch auf der Mitteldistanz vertreten der Ostsee-Man in Glücksburg auf Platz 8.
Für Platz 7 geht es zurück nach Österreich zum Ironman 70.3 Zell am See. Platzierung aus dem Vorjahr gehalten, der Triathlon Ingolstadt landet erneut auf Platz 6. Platz 5 geht nach Baden-Württemberg an die Challenge Heilbronn. Mitten durch die Main-Metropole, den vierten Platz sichert sich der Frankfurt City Triathlon. Und hier sind sie, die drei beliebtesten Rennen der Mitteldistanz des Jahres 2019. Kult im Allgäu. Weltmeister Jan Frodeno feiert beim Allgäu-Triathlon seinen Geburtstag. Nicht nur deswegen, erneut ein Höhepunkt im Kalender. Spannende WM in Frankreich. Die Ironman 70.3 Weltmeisterschaft in Nizza ist große Werbung für den Triathlonsport. Klassiker im Kraichgau. Auch hier hinterlässt Jan Frodeno in diesem Jahr seine Spuren und sichert sich den Sieg im Land der 1000 Hügel. Wer ist die beliebteste Mitteldistanz des Jahres 2019? Tja, das fragen wir uns und ihr euch auch. Aber auch hier haben wir, glaube ich, nicht nur die Top 3, die wir ehren wollen, sondern auch da, würde ich sagen, all die Rennen, die sich so viel Mühe geben, sind fester Bestandteil des Rennsportkalenders. Und der Applaus geht an alle, die wir da gerade gesehen haben. Seid wirklich stolz auf eure Rennen. Und tatsächlich, ich glaube, es ist die engste Entscheidung, seit es Triathlon-Wahl gibt, so ungefähr. Ja. Also es war dieses Jahr, ging es um wenige Stimmen, die am Ende ausschlaggebend waren. Ja. Mehrere Rennen auf jeden Fall dabei, die sehr begeistert haben. Und es kann aber nur einer geben. Es kann nur einen geben. Der dritte Platz hat 13,6%, der zweite 14,1% und der erste Platz 15,7%. Das erleben wir tatsächlich nur bei der Mitteldistanz meistens. Du hast den Umschlag und tatsächlich in diesem Jahr haben wir eine Premiere. Dieses Rennen hat noch nie gewonnen. Wir gratulieren ganz herzlich. Die Mitteldistanz des Jahres ist der Allgäu-Triathlon. Herzlichen Glückwunsch. Hannes Blaschke bekommt den Pokal und natürlich auch das Erinnerungsfoto. Ja, erstmal so. Für erst das Foto. Achso. So, einmal. Komm her. Ich muss ja sagen, modisch ist ein Klassiker auch. Also mit dem Hemd darf nur einer auf diesem Planeten rumlaufen und das seit vielen, vielen Jahren. Yep. Hannes, Gratulation erst einmal. Komm einmal kurz zu uns, denn dieses Rennen hat sich, es ist der älteste Triathlon Deutschlands, ne? Also seit 1983, glaube ich. Ihr habt es vor ein paar Jahren nochmal richtig neu erfunden, dieses Rennen. Und ich glaube, dieser Preis ist auch ein Indiz dafür, dass ihr irgendwie eine Menge richtig macht, oder? Ja, ich glaube schon irgendwie. Wir stellen die Menschlichkeit in den Mittelpunkt und machen das, was die Anne und eigentlich alle Top-Athleten hier gesagt haben und was, glaube ich, der große Wunsch von jedem Triathlet hierin ist. Wir versuchen, jedes Jahr besser zu werden und haben es die letzten paar Jahre offensichtlich geschafft und da bin ich wahnsinnig stolz drauf. Wir sind stolz auf dieses Rennen. Selbst Jan Frodeno hat gesagt, da muss man mal hin. Aber ich glaube, schon ausgebucht auch, oder? Ja, wir haben eine Warteliste von 800 Leuten. Also wir sind schon mal rumüberlegen, ob wir am Samstag noch machen können oder sowas, aber leider können wir es nicht mehr reinzwängen. Und es ist richtig, richtig geil. Und es wurde ja kürzlich der Udo gefunden bei uns im Allgäu, der Menschenaffe, der den aufrechten Gang erfunden hat, vor 12 Millionen Jahren. Und nach Udo Lindenberg benannt, der übrigens auch ein Freund des aufrechten Ganges ist, wie er uns übermittelt hat ins Allgäu. Und die nächste Evolutionsstufe nach dem aufrechten Gang war natürlich die Erfindung des Triathlons 1983 im Allgäu. So, das ist nochmal ein klares Statement. Gratulation nochmal an Hannes Blaschke und sein Team. Herzlichen Glückwunsch. Und ich muss ja sagen, wenn wir eben noch die Bilder vom Rennen gesehen haben, du siehst wahnsinnig seriös aus mittlerweile. Also das ist tatsächlich neuer Look, aber er darf es tragen. Wir kommen zur Kurzdistanz des Jahres und auch da großartige Rennen. Wir schauen mal rein in die Top 10.
Meine Damen und Herren, hier sind die Plätze 10 bis 4 der Kategorie Sprint und Kurzdistanz. Auch auf der kürzeren Strecke überaus beliebt der Schlosstriathlon Moritzburg auf Platz 10. Ein weiterer Wiederholungstäter, der Chiemsee-Triathlon, sichert sich den 9. Platz. Auf Platz 8 der VK-Triathlon in Firnheim. Weiter geht's in Ingolstadt. Platz 7 geht an die Kurzdistanz in Bayern. Spektakel in Berlin. Das Rennen der Deutschen Meisterschaft bei den Finals landet auf Platz 6. Klassiker im Siegerland. Der Triathlon Buschütten schafft es auf den 5. Rang. Das Treppchen knapp verpasst. Der Rotsee-Triathlon landet in ihrem Ranking auf dem 4. Platz. Und hier sind sie, die drei beliebtesten Rennen um den Titel Sprint und Kurzdistanz des Jahres 2019. Vom Langener Waldsee in die Main-Metropole. Der Frankfurt City Triathlon beweist, dass die Stadt nicht nur auf der Langdistanz ein beliebtes Ziel für Dreikämpfer ist. Kult im Allgäu Nummer 2, auch die Sprintdistanz in Immenstadt zieht seit Jahrzehnten tausende Athleten an die Startlinie. Spektakel in der Hansestadt. Der Hamburg Wasser World Triathlon ist mit mehr als 10.000 Athleten die größte Veranstaltung des Sports auf dem gesamten Planeten. Wer ist die beliebteste Kurzdistanz des Jahres 2019? Kinder, jetzt brüllt doch nicht so. Wir haben doch gleich die Auflösung. Also, wir freuen uns sehr und sagen auch wirklich Dankeschön, weil so viele ja auf dieser Kurzdistanz überhaupt den Einstieg in unseren Sport gefunden haben und auch Jahr für Jahr finden. Da wird viel Basisarbeit geleistet bei vielen großen Rennen. Und auch da würde ich euch sehr gerne bitten, klatscht einmal für alle Rennen. Die haben es nämlich wirklich verdient. So, auch hier eng, muss man sagen. Platz 3 12,2%, Platz 2 14% und der Sieger geht mit 16,9% am Ende auf die Titeljagd. Und es ist in diesem Jahr die Kurzdistanz des Jahres 2019, der ITTU World Triathlon in Hamburg. Oliver Schick, der mit seinem Team nicht nur Ironman-Rennen, sondern eben auch dieses Rennen verantwortet. Auch da muss man ja sagen, ihr seid positive Wiederholungstäter und zwar immer noch, glaube ich, der größte Triathlon der Welt, oder? Ja gut, da gibt es Streit zwischen Noosa und uns, aber gehört beides Ironman, von daher ist es okay und ja, wir sind die Größten. Ja, mit über 10.000 Athleten, die jedes Jahr dort an den Start gehen, dazu natürlich noch das WM-Rennen, die Mixed Relay Staffel, die jetzt nächstes Jahr auch olympisch wird, die Weltmeisterschaft wird auch da immer ausgetragen. Wir haben schon gehört, Rot ausverkauft. Dann natürlich Allgäu auch ausverkauft. Was macht der Titelträger in Hamburg? Gibt es da noch die Chance zu starten? Ja, wir haben gerade erst vor 2 Wochen aufgemacht, also ein paar Plätze gibt es noch, aber muss ich beeilen. Na, dann drücken wir die Daumen und werden viele von euch sicherlich auch nächstes Jahr in Hamburg wiedersehen. Und ja, du darfst alles sagen. Ja, ich wollte noch ganz kurz Hannes und Felix, finde ich eine gute Aufteilung, von daher viel Glück. Ja, das ist doch, guck mal, fair. Also, das ist Oliver Schick mit seinem Team. Kompliment an alle in Hamburg. Ja. Ihr habt eine Menge richtig gemacht. Das ist der Applaus für das Rennen in der Hansestadt. Wir sind durch. Wir sind noch nicht durch, aber du bist jetzt für den Moment erstmal durch, denn wir kommen jetzt zum Lifetime Award. Übrigens schon mal auch organisatorisch alle, die heute einen Preis gewonnen haben, ne, wenn wir gleich Richtung Nachtisch gehen, draußen an der Fotowand wird sich getroffen, egal ob Einzelstarter oder auch Rennen. So, erstmal bis hierhin, vielen Dank, das ist nochmal der Applaus für Nils Fliesart. Dankeschön. Ich freue mich jetzt auf einen ganz besonderen Gast, denn der Lifetime Award ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Preis, der in den letzten Jahren vergeben wurde. Thomas Hellriegel hat ihn schon bekommen, Andreas Niedrig, Nicole Leder, da war Herr Brombach, Werner Brombach im vergangenen Jahr, der Chef aus Erding. Also wirklich große Namen, die sich eben um den Triathlon verdient gemacht haben und die einfach eine Ehrung hier auf dieser Bühne erleben wollen und hoffentlich in diesem Fall auch mit ihrer Unterstützung dürfen. Und gleich wird die Laudatio halten. Wir haben ja schon viele modische Highlights heute gesehen, aber er ist A, einer der größten Triathleten unseres Landes und ich finde, Magnum muss sich warm anziehen, wenn man sein Outfit ansieht. Hier ist der Triathlon-Weltmeister über die Kurzdistanz. Hier ist Daniel Unger. Be
bevor wir gleich zu deiner Rede und deiner Laudatio kommen, also natürlich, du warst immer schon einer der schönsten Triathleten der Welt, das ist klar. Jetzt hast du aber gedacht, komm, was der Tom Selleck kann, das kann ich auch, und hast dir diesen schicken 80er-Jahre-Bart gegönnt. Gibt es da eine Begründung für? Ja, also da kriege ich nicht nur Applaus dafür, das muss man ganz klar sagen. Und ich werde wahrscheinlich auch kurz nach Mitternacht unten auf die Toilette verschwinden, weil meine Frau hat einen geladenen, also einen aufgeladenen Rasierapparat dabei, und dann wird der November abrasiert. Aber es ist in der Tat ein Kofferwort aus Moustache und November, es kommt aus Australien und soll so ein bisschen aufrütteln und Sinnbild sein für die Männergesundheit. Also eigentlich eine gute Geschichte. Eigentlich auf jeden Fall eine gute Geschichte. Viele von euch haben das wahrscheinlich gesehen, dass sich jetzt einige Männer in diesem Monat immer so ein bisschen verändern, was das Gesichtsbild angeht. Aber du hast die Liebe dafür dauerhaft nicht entdeckt. Ja, nicht wirklich. Mein Vater hatte über viele, viele Jahre einen Schnauzer. Und wie gesagt, in den letzten paar Tagen, es waren oftmals ein bisschen verstörte Blicke, die mir entgegenkamen. Es gab aber zum Beispiel auch von Patrick Lange die SMS geiler Schnorrer, oder der Triathlet des Jahres hat gesagt, top Pornobalken. Also... das sind alles Dinge, mit denen muss ich mich beschäftigen im Moment. Ja gut, aber so wird man ja auch durchaus zum Gesprächsthema. Tatsächlich ein Wort noch. Vorhin hat ja Jan Frodeno auch so ein bisschen die Zeit angesprochen, die ihr beide hattet mit dem Chaos im Zimmer. Hat er recht? Ja, er hat natürlich recht. Und vielleicht eine kleine Geschichte aus meiner Jugend. Als ich 18 Jahre alt wurde, ist ja eigentlich ein Geburtstag, wo man sich ein großes Geschenk erhofft von seinen Eltern, habe ich lediglich 2 Stelzen bekommen. Meine Mutter hat gemeint, dass ich von vorne nach hinten in meinem Zimmer einigermaßen durchkomme. Also so viel dazu. Aber ich habe mich gebessert. Sehr gut. Dann wollen wir jetzt, denn du hast eine besondere Funktion am heutigen Tag, ein bisschen deinen Worten lauschen, denn du wirst die Laudatio halten für den Mann oder die Frau, die in diesem Jahr geehrt wird für den Lifetime Award. Und ich hoffe, Sie haben Lust, diesem Mann zuzuhören. Wenn ja, das ist ein Applaus. Daniel Unger. Ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht und ich muss ehrlich sagen, als mich... der heutige Gastgeber Jan Sibbersen angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich denn heute diese Laudatio halten möchte, da war das für mich eine große Ehre. Und ich habe ja gesagt. Als er mir dann gesagt hat, wer die Person sein wird, die diesen Preis entgegennimmt, da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und dann kam die pure Verzweiflung, denn er hat gesagt, du hast nur 5 Minuten Zeit. Und über den Mann, den ich jetzt gleich ein bisschen berichten werde, könnte man nämlich reden bis in die frühen Morgenstunden. Es gibt unzählige Anekdoten und Geschichten über ihn. Aber man hört es ja auch, ich bin Oberschwabe, er kommt so wie ich auch aus dem Süden der Republik und ich möchte einfach ein bisschen chronologisch anfangen. Wenn du als junger Kerl im Süden mit Sport beginnen möchtest, dann hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du gehst zum Kicken oder aber du spielst Fußball. Und genauso hat er auch begonnen. Danach ging es zur Leichtathletik und dann wurde er Radsportler. Und zwar... relativ schnell ein sehr bekannter in seiner Ecke, er war ein hervorragender Allrounder und da kam dann auch schon dieses Talent für den Ausdauersport zum Vorschein. Und es war, wir haben es gerade gehört, dieses Jahr 1983, als über den großen Teich diese verrückte Sportart, die wir alle so lieben, der Triathlon, in seiner Heimat, direkt vor seiner Haustüre Anker legte und nicht nur die Veranstaltung an sich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte hinlegen konnte, sondern letzten Endes auch der Gewinner des heutigen Lifetime Awards seine sportliche Evolution zu Ende gebracht hatte, denn er wurde Triathlet. Und ab diesem Zeitpunkt sind viele vordere Plätze auf den Ergebnislisten nicht selten mit seinem Namen verewigt worden. Für ihn war relativ schnell klar, ich möchte dahin, wo dieser Sport seinen Ursprung hat. Ich möchte auf diese kleine Insel inmitten des Pazifiks. Und wenn man sich jetzt heute in diese Zeit zurückversetzt, vor vielen, vielen Jahren, Mitte der 80er, dann war es nicht ganz so einfach, einfach mal den Zug online zu checken, ob er auch pünktlich ist, oder eine E-Mail ins Reisebüro zu schicken, ob alles klar geht. Und deswegen war das Ganze ein großes Abenteuer. Auch Fliegen an sich war nicht selbstverständlich und nicht so alltäglich wie heute, zumal es auch sehr, sehr teuer war. Und es war dann eine Unterstützung eines guten Freundes von ihm, der die Reisekasse so voll machte, dass es doch reicht
für den Flug über den großen Teich und das Wagnis Ironman konnte beginnen. Allerdings war es nicht ganz so einfach, denn dieses Abenteuer begann oder endete fast schon beim amerikanischen Zoll. Die haben ihm nämlich nicht geglaubt, dass es sein eigenes Rad ist, das er da mitnimmt. Und er musste es nochmal verzollen, was wiederum der Reisekasse damals extrem schlecht bekam. Als er dann endlich auf der Insel war, ging es ja eigentlich so ein bisschen negativ weiter, denn diese Zeltheringe, er wollte zelten, in den Lavaboden zu klopfen, ist gar nicht so einfach. Aber oder vielleicht gerade deswegen waren die sportlichen Erlebnisse und Ergebnisse absolut beeindruckend. Und nach dieser Premiere 1984 ließ seine Performance ein Jahr später aufhorchen. Denn mit 25 Jahren war er als Viertplatzierter auf Hawaii der beste Deutsche. Und wir erinnern uns, dieser Rekord, dieser Platz hielt sehr, sehr lange. 1993 war es Wolfgang Dittrich, der zum ersten Mal als Deutscher das Podium auf Hawaii besteigen und betreten konnte. Ein Jahr später, als er eigentlich in besserer Form wieder zurück nach Hawaii ging, war es ein Seeigel, der ein vermutlich noch besseres Ergebnis für ihn persönlich verhinderte und 87 dann schon früh in der Saison eine Verletzung, die klar machte, dieses Jahr geht es nicht auf die Insel in den Pazifik. Doch da war ein guter Freund und letzten Endes auch der Gründer des Allgäu Triathlons, nämlich German Altenried, anderer Meinung. Und er sagte, du hast die Ortskenntnis, du kennst die Abläufe, du hast die Verbindungen da drüben, geh doch mit und begleite die Leute. Und schon war eine Geschäftsidee geboren. Er hat, und das ist eigentlich sehr erstaunlich, diesen Triathlon auf Hawaii beinahe doch noch einmal gewonnen. Es war lediglich die Winzigkeit von einer Stunde, die ihn als Zweitplatzierten vom Sieger trennte. In einer Endzeit von 24 Stunden, 14 Minuten und 20 Sekunden war er Zweiter hinter dem Sieger Gary Shields beim Ultraman auf Hawaii 1998. Und es war vermutlich genau diese Ausdauer, diese Willenskraft, die er nunmehr seit mehr als 3 Jahrzehnten in sein berufliches Lebenswerk investiert. Viele fragen sich seitdem, und das meiner Meinung nach völlig zu Recht, wurde die Firma nach dieser Pazifikinsel benannt oder wurde Hawaii vielleicht doch nach seiner Firma benannt? Wie auch immer, mehr als 60.000 Sportler und Familien hat er in dieser Zeit in der Welt des Triathlons bewegt. Er selbst ist sich für nichts zu schade, aber vor allem auch immer für seine Special-Aktionen bekannt. So hat er beispielsweise 2015 beim Ironman Florida kurzerhand den letzten freien Startplatz, den ihm keiner abkaufen wollte, selber in Anspruch genommen und ohne Training einfach mal einen Tag lang Sport gemacht. Es war und ist wohl eine seiner großen Stärken, aus dem Bauchgefühl und aus einer Überzeugung heraus Leute zu finden und diese Menschen auch zu begeistern, ihnen aber auch zu vertrauen. Und wie ich finde, hat der Sport nahezu magische Fähigkeiten, Menschen miteinander zu verbinden. Und der Gewinner des heutigen Lifetime Awards, der besitzt genau diese Fähigkeit auch. Er stand vor wenigen Augenblicken hier und hat den Award für den besten Mitteltriathlon entgegengenommen. Und ich glaube, für ihn schließt sich ein Lebenskreis, ein Lebenswerk, das er vor 37 Jahren dort begonnen hat. Unsere Wege kreuzten sich vor mehr als 2 Jahrzehnten. Und genau so alt ist im Grunde genommen auch mein letztes großes sportliches Ziel, denn ich möchte ihn einmal in einem Liegestütz-Contest schlagen. Was uns beide verbindet, ist nämlich nicht nur die große Leidenschaft für Triathlon, sondern vor allem auch der Spaß an den Liegestützen, immer und überall. Ich verneige mich vor einem Urgestein unserer Sportart. Es ist eine absolute Legende, und er genießt in der Triathlon-Familie Kultstatus. Lieber Hannes, komm bitte nach oben.
Aber es muss natürlich laut machen. Bleib kurz stehen. Ich sehe schon, du willst gleich in den Wettkampf gehen. Das machen wir auch. Aber vorher darfst du einmal den Pokal entgegennehmen und einmal nochmal hören, wie laut alle diesem Mann gratulieren. Der Lifetime Award geht an Hannes Plaschke. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ist verdient. So, da hast dich mal schön in was reingelabert, würde ich sagen. Aber, also Hannes, du willst, bevor wir jetzt hier fachlich werden, du willst erstmal Sport machen, habe ich gehört. Tatsächlich hat das eine lange Tradition. Wie lange ist diese Liegestütztradition bei euch beiden? Du hättest besser nicht gesagt, oder hast du richtig trainiert? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ja, bin ich froh. Aber wollt ihr das, dass wir eine Liegestütz-Competition machen? Dann würde ich sagen, ihr dürft euch wieder setzen, ne? Das gucken wir uns in Ruhe an, weil das dauert ein bisschen, habe ich den Eindruck. Also, dass ich das mal erleben darf hier, dich in Action. Sehr gut. Ihr geht mit in Position. Darf ich mir was wünschen? Du darfst dir alles wünschen, ja. Lass uns doch lieber vielleicht 10 technisch saubere machen und dann genießen wir den Abend. All out. Gut, also sagen wir so, wir machen... Alter, Achtung hier, die Hosenträger sind natürlich eine Eins, das muss man sagen. Extra die Hosenträger an. So. Daniel, es war richtig, richtig geil. Alles, was du gesagt hast, du hast nur einen kleinen Fehler gemacht. Mit dem Liegestütz-Contest bist du selber schuld. Gut, dann würde ich sagen, wir machen die Musik wieder an, unsere Einlaufmusik. Und dazu genießen wir das, was die beiden Herren uns anbieten. Wir zählen mal laut mit, würde ich sagen. Also, bitte auf die Position. Das ist unser Anforderungsapplaus und dann heißt es... Liegestützen-Contest zwischen dem Weltmeister und dem Lifetime-Award-Gewinner. Es geht also, los in 3, 2, 1, go! 1. Also Hannes, ich höre bei 37 auf. 30. Da pumpt aber jemand. Respekt. Also Daniel, das muss man sagen, der Mann hat's drauf. Ja, und das ist, seit ich ihn kenne, eine seiner großen Stärken. Die einzige. Naja, die Liegestützen, da ist er unschlagbar. Und ich habe es auch heute nicht geschafft. Es ist so schön, dich zu sehen, wie du schwitzt oder der Kaffee wie die Sau. Aber das ist gut. Man merkt halt auch, der Mann, der bei dir spannend ist. Nimm dir ein Mikrofon, denn wir wollen natürlich... Ich wollte gerade sagen, das war doch sein Jackett eigentlich, aber... So. Hannes, wir kennen dich eh nur mit dem Dress, also von daher ist es auch völlig wurscht. Nimm mir gerne das Mikro. Haben wir eigentlich schon den Preis übergeben oder nee? Das steht noch aus, ne, bei all dem Sportlichen. Ich kann kaum halten. So, dann machen wir es nochmal ganz offiziell. Wir ehren den Lifetime Award Gewinner 2019 und das ist Hannes Plaschke. Danke, danke Daniel. Danke Daniel, du hast so schön gesprochen. Ich bin total dahingeschmolzen, das war so schön. Auch die alten Erinnerungen mit meinen Heringen in meiner Radtasche drin, die nicht in den Lavaboden reingegangen sind. Mit dem Zoll, die $500, die sie mir damals abgenommen haben, weil sie mir einfach nicht glauben wollten, dass sie das Fahrrad auch wieder mitnehmen. Weil der Dollar war damals bei 4 Mark gestanden, also 4 Mark für $1, alle Alten wissen, was das bedeutet hat für uns. Unsere Wettkampfverpflegung bzw. Trainingsverpflegung war dann unter anderem, waren keine Powerbars, die gab es damals noch gar nicht. Das war Supermarkt, 2 Kilo Kartoffeln kaufen, kochen, in Alufolie reinstecken, hinten ins Trikot rein und dann auf nach Hawi und Wasser dabei. Zu mehr hat es leider damals nicht gelangt, aber hat mir nicht geschadet, glaube ich. Es hat dir definitiv nicht geschadet.
Ein Wort noch. Der Daniel hat viele Vorzüge von dir schon preisgegeben, logischerweise deine Leidenschaft für Hawaii, die vielen Tausend, die jedes Jahr mit dir und deinen Kollegen nach Hawaii reisen. Natürlich die Leidenschaft für den Allgäu-Triathlon. Es war natürlich ein kurioser Zufall, dass ausgerechnet in diesem Jahr, wo du diesen Preis kriegst, auch du vorher schon auf der Bühne hier stehen darfst, erstmals für dieses Rennen. Und ich glaube ja tatsächlich, du hast immer noch so einen kleinen Nebenjob, dass du tatsächlich Kioskbesitzer in einem Freibad geworden bist, auch so ein bisschen aus Liebe zum Allgäu, richtig? Viele wissen von euch, wie die Freibäder und die Hallenbäder in Deutschland leider geschlossen werden, wegen Geldmangel der Kommunen. Bei uns war es nicht anders im Allgäu. Der Bürgermeister wollte das Freibad schließen. Ich konnte es gar nicht glauben. Habe eine Bürgerinitiative dagegen gegründet, habe vor dem Stadtrat gewonnen, beim Stadtrat gewonnen. Bürgermeister wollte einen Saal räumen lassen, als ich gesprochen habe, hat er leider nicht geschafft. Und das Ding ist weitergegangen. Am nächsten Tag ruft mich die Stadt an und sagt zu mir, ja, Herr Blaschke, das Freibad geht jetzt weiter, aber der Kioskbetreiber hat bereits gekündigt, den hat der Bürgermeister schon verbrellt. Und war Pause. Ich habe gesagt, ja, so ein Freibad ohne Pommes und Eis und Limo, ja, irgendwie Kacke, oder? Und sagt die, ja, wieder Pause. Ich sage, ja, Leute, soll ich das auch noch machen? Und sagt sie, ja. Und dann habe ich gesagt, alles klar, Pommes bei Hannes. Und jetzt, wenn ihr mal auf die Best Currywurst in Immenstadt kommen wollt, dann kommt ins Freibad zu mir. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Hannes Blaschke. Hannes Blaschke und natürlich auch Daniel nochmal großes Dankeschön für die schönen Worte. Guck mal, der will noch Revanche, glaube ich, noch mal ihm geben. Aber egal, das klären die beiden Jungs unter sich. Wir legen los mit dem Nachtisch und treffen uns danach wieder. Und ich sage euch eins, dann ist nicht nur Tombola-Auslosung, noch mal da zu den Spielregeln. Ihr müsst da sein. Also nur wer hier ist und dann auch laut hier ruft, gewinnt dann den jeweiligen Preis. Und wir haben viele davon. Jetzt erstmal guten Appetit. Und noch mal zur Erinnerung, alle, die einen Preis gewonnen haben heute, sowohl für das Rennen als auch für die Einzel Protagonisten wie Anna Haug und Jan Frodeno jetzt draußen an der Fotowand treffen. Euch weiter viel Spaß. Wir sehen uns gleich wieder. Schön, dass ihr da seid.